Ihr lautes Rufen und Kreischen gehörte schon immer zur Atmosphäre einer jeden Stadt am Wasser. Möwen, die Kreaturen, die Caspar David Friedrich zum Sinieren über den Verbleib der Seele bewegten und für Christian Morgenstern alle aussehen, als würden sie Emma heißen. Um genau sie ging es am 10. Oktober im Deutschen Meeresmuseum in Stralsund. Holger Teschke stellte sein neuestes Buch vor, Möwen, ein Porträt. Durch gelesene Textabschnitte und saloppe Gespräche mit Ausstellungskuratorin Dorit Wisbeck-Liebers und Pressesprecherin Diana Mein wurden einmalige Einblicke in das Fischbrötchen-Diebe-Universum geboten. Teschke bereiste die Welt durch seine Karriere als Dramaturg, Autor und nicht zuletzt auch als Maschinist auf einem Fischereikutter. Der geborene Rügianer erzählt in seinem Buch über die kulturelle Verbundenheit des Menschen zur Möwe. Zum Beispiel, dass Möwenbraten einst eine reguläre Mahlzeit an den kargen Küsten Dänemarks war. Oder wie Möwen im Jahre 1848 die erste Ernte der Gemeinde von Salt Lake City vor einer Grillenplage gerettet haben sollen, was ihnen nicht nur den Titel als offizieller Staatsvogel eingebracht hat, sondern auch ein bis heute erhaltenes Denkmal. Aber auch Seemännern erweisen den galanten Hafenseglern ihren größten Respekt. Ja, mein Lieblingsmythos ist eben, dass tatsächlich in jeder Möwe die Seele eines ertrunkenen Seemanns haust. Und deswegen sind Seeleute ja eigentlich auch den Möwen zugewandter, als man denken sollte. Ich habe rausgekriegt, auch in einem der Möwenbücher, dass das auch tatsächlich eine praktische Seite hat. Wenn früher Seeleute über Bord gegangen sind, dann haben sich oft die Möwen draufgestürzt, weil die dachten, da ist was zu holen, ne? Und sehr oft haben diese Möwenschwärme, die dann da auf dem Wasser plötzlich waren, den Rettungsbooten der Deutschen Gesellschaft für die Rettung Schiffbrüchiger, den Weg gewiesen. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, dass Seeleute eine große Achtung vor Möwen haben. Die interessanteste ist für mich eben tatsächlich gewesen, als ich selber noch zur See gefahren bin. Ich habe mir das nie erklären können. Sie fahren mit dem Dampfer, sie sehen meilenweit keine einzige Möwe. In dem Moment, wo sie tatsächlich die ersten Fische schlachten und die über Bord und den Abfall über Bord schmeißen, sind die alle sofort da, ne? Und da habe ich meinen Kollegen gefragt, Conny Rux, mein Maschinist, und habe gesagt, Conny, wie kann das sein? Und dann sagte Conny zu mir, das sind alles ehemalige Kollegen, die kommen jetzt und füttern sich durch. Es war die erste Veranstaltung im Meeresmuseum seit der Wiedereröffnung. Der Eintritt zur Lesung war frei, jedoch wurde um Spenden für das Meeresmuseum gebeten. Unter dem Finnwal-Skelett konnten die Besucherinnen und Besucher nach der Lesung ihre dringlichsten Fragen über Möwen stellen. Der Ort war aber nicht zufällig gewählt. Und wir hatten auch tatsächlich Stralsunder Verwandtschaft, dort bin ich sehr oft gewesen. Aber der wichtigste Punkt war für mich tatsächlich, als wir das erste Mal 1968 mit der Schule hierher gefahren sind. Das war auch einer der Momente, an den ich mich wirklich ganz genau erinnere, weil ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass so ein Wal wie dieser Finnwal, unter dem wir hier stehen heute Abend, tatsächlich an der Rügener Küste gestrandet ist. Und dann habe ich später, als Harald Behnke Chef wurde, hier Direktor des Museums, mich auch wirklich durch ihn und durch die Kollegen, die darüber geforscht haben, über die Walstrandung an der Ostseeküste. Aber nein, also es ist ja immer in Abständen wieder. Und das Verrückte ist, man sagt ja sozusagen, früher war es so, wenn Wale aufgetaucht sind, war das immer ein Zeichen für ein besonderes Unglück oder irgendein Unheil kam. Das ist tatsächlich, auch wenn Sie in Greifswald in die Marienkirche gehen, da ist zum Beispiel ein großer Wal an der ganzen Mauer sozusagen abgebildet worden, weil die Leute sich fürchteten, dass irgendwas passiert. Und das Lustige ist, dass einer der berühmtesten Wale, der hieß auch noch Ossi, ein Buckelwal vor Rügen auftauchte. Und das war kurz vor dem Zusammenbruch der DDR. Also irgendwas muss da dran sein mit den Walen. Ja? Und das hat natürlich auch mich immer ein bisschen so erinnert, wenn ich mir hier die Wale angeguckt habe. Beiße nie in die Hand, die dich füttert. Dieser Leitspruch ist unseren gefiederten Seemännern nicht bekannt. Wer öfter mal am Hafen entlang schlendert, wird schon mal mitbekommen haben, wie eine Möwe sich offensiv ihrer Beute bemächtigt. Dieses Verhalten ist aber nicht unbedingt dem Räuber selbst anzulasten. Es ist ein Ergebnis des menschlichen Einflusses. Vorgehen sollten wir alle, dass wir aufhören, Möwen zu füttern, weil das zieht Vögel und auch in dem Fall die Möwen in die Innenstädte. Es gibt ja noch Möglichkeiten, auch hier in Stralsund schon, dass die Mülleimer zum Beispiel abgedeckt werden, dass man dort nicht sozusagen, dass sie keinen Zugriff haben auf die Mülleimer, dass nichts rumliegt an Lebensmitteln, also dass nichts weggeworfen wird, Pausenbrote, sage ich mal so, in dem Duktus oder Pommes in die Ecke geworfen oder solches. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass sozusagen
künstliche Nahrungsquellen unterbunden werden. Und ansonsten finde ich, wenn man in einer Küstenstadt wohnt, kann man sich doch freuen, dass es hier Möwen gibt. Dorit Wisbeck-Liebers erforschte für ihre Dissertation Möwen auf der ganzen Welt, weshalb es nahe lag, die fachliche Beratung für Holger Teschkes Buch zu übernehmen. Ihre Expertise brachte eine wissenschaftliche Tiefe in das Werk ein, die es von einem reinen Erlebnisbericht zu einer fundierten Darstellung der sich ständig wandelnden Welt der Möwen macht. Viele kennen wahrscheinlich dieses Geräusch noch. Einige Besucher, die ihre Kindheit in Stralsund verbrachten, haben inzwischen das Gefühl, dass die Rufe der Lachmöwe in Stralsund allmählich verstummen. Laut Wisbeck-Liebers ist dies allerdings keine negative Entwicklung. Man muss unterscheiden, wenn wir Mecklenburg-Vorpommern uns die Zahlen angucken im gesamten Bundesland, dann sind die Lachmöwen weiterhin noch ziemlich weit vorne. Auch die Sturmmöwen gar nicht. Die Lachmöwen nehmen absolut den Platz 1 ein. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich die Zahlen nicht ganz genau im Kopf habe. Sondern gerade an der mecklenburgischen Seenplatte sehr viele Brutpaare vorkommen. Daher muss man mal sagen, von wo gucken wir? Gucken wir aufs Bundesland? Gucken wir nur auf den Küstenbereich? Es gibt Veränderungen. Und wie gesagt, das liegt mit der Landwirtschaft ganz maßgeblich zusammen. Die Fischerei verändert sich. Wir haben in Ostsee jetzt mittlerweile ein komplettes Verbot von Dorschfangverbot. Wir haben Heringsfangverbot. Wir haben das Verbot, dass Beifang wieder zurückgekippt wird ins Meer. Wir haben die offenen Müllkippen nicht mehr. Also die Nahrungsverfügbarkeit hat sich sehr gewandelt, ne? Und die sehr hohen Zahlen, die viele und auch die Älteren noch aus der Kindheit in Erinnerung haben, die waren gar nicht natürlich. Es waren einfach sozusagen Nahrungsverfügbarkeiten, die heute zurückgefahren werden. Und das ist auch gut so. Die Lesung von Holger Teschke im Meeresmuseum Stralsund eröffnete den Besuchern neue Perspektiven auf die oft unterschätzten Möwen. Von kulturellen Anekdoten bis hin zu ökologischen Erkenntnissen spannte sich der Bogen dieser Veranstaltung. Die Beiträge von Dorit Wisbeck-Liebers unterstrichen die wissenschaftliche Relevanz und die Dringlichkeit des Naturschutzes. Diese gelungene Kombination aus Literatur und Wissenschaft brachte den ein oder anderen sicherlich dazu, Möwen mit neuen Augen zu betrachten.